Als nächstes setzen wir unseren Weg durch dieses Spiel fort. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich denke, dass jetzt so das letzte Viertel oder das letzte Drittel anbricht, je nachdem, was hier noch so alles kommt. Ich weiß nur, dass wir jetzt auf jeden Fall einen kritischen Punkt des Spiels erreichen. Es ist ja nicht umsonst so gewesen, dass man nur weiter voranschreiten kann, wenn man Morgott tötet. Das heißt, Morgott ist auch wirklich ein Boss, den man besiegen muss, um das Spiel abzuschließen. Ich habe das Gefühl, bei vielen anderen Bossen ist es jetzt nicht zwingend notwendig. Es wurde ja zum Beispiel gesagt von Gideon Ofnir, dass es ausreicht, wenn wir zwei Fragmente haben, um in die Hauptstadt zu kommen. Das heißt, von den vorherigen Fragmentträgern muss man nur zwei töten. Also zum Beispiel Rykard und Godrick oder Renala und Radahn. Radahn muss man ja theoretisch auch nicht töten. Denn Radahn zu töten ist nur notwendig für die Quest von Rani. Und die muss man ja nicht machen. Das finde ich sehr interessant. Ey. Haut ab. I'm not interested. Ich dachte gerade, warum kämpfe ich mit einer Feder, aber sie steckt einfach nur in uns. Bin mir übrigens ziemlich sicher mittlerweile, dass meine Augen nicht immer gelb waren. Wie sind sie gelb geworden? Hat das was mit dem Ding hier zu tun? Nee. Ich habe das Gefühl, das hat mit irgendeinem Ding zu tun, was wir tragen. Auf jeden Fall ist das Siegel von Morgott jetzt aufgehoben. Wir sehen es da drüben schon. Wenn mich nicht alles täuscht, war das ja hier. Okay. Jetzt hat mich das Ruckeln des Rechners fast dazu gebracht, hier zu verlieren. Randgebiete der Hauptstadt. Jetzt reicht es langsam, ne? Okay, hier ist nur ein Schütze. Hätte dich mal nicht mit mir angelegt, du. Oh, der Turm da drüben. Moment, das ist aber nicht der, oder? Doch, das ist der. Oder ist er das oder ist er das nicht? Er sieht relativ nah aus. Also viel zu nah, als dass es der andere sein könnte. Er ist viel zu nah an dem Erdenbaum. Das ist nochmal ein anderer Turm, oder? Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Nein! What? Dunkle Schmiedestein 6, okay. Ne, das ist er nicht, guck mal. Der ist mit einer Brücke verbunden. Der Erdenbaum. Wahnsinn. Und da oben das Gebirge der Riesen oder so.
ey. Der Turm ist mal so hoch, dass man die Spitze gar nicht sieht. Och nö. Nein. Den erledigen, bevor der hier war. Das rettet uns den Arsch. Glücklicherweise waren die echt nicht schwer. Puh. Asche von Maltöter Rollo. Bringen auch nur 29.000 Runen. Das ist jetzt echt nicht viel. Und gut, dass die so weit auseinander getrennt waren. Also sehr, sehr gut. Oh. Jetzt sind wir direkt auch am Fuße des Turms. Auch nicht schlecht. Wer ist denn dieser Rollo? Ah, den haben wir auch noch nicht. Der Geist eines mächtigen Ritters, guter Rotbogenschütze, Großbogenschütze, Oga ist der dienstälteste Rotmähen-Ritter und studierte gemeinsam mit Radan die Techniken zur Gravitationsbeherrschung. Nach einem Kriegsschrei kann er einen Regen aus Gravitationsfallen entfesseln, allerdings nur einmal. Maltöter Rollo. Der Geist von Rollo, der als erster Maltöter bekannt wurde. Rollo war einst ein berühmter Parfümeur. Er erfand eine Arznei, die ihn von seinen Emotionen befreite, um für seine furchtbare Aufgabe gewappnet zu sein, die Jagd auf ein Mal. So. Puh, das reicht noch nicht mal mehr. Aber viel fehlt nicht. Der Ort? Heiliger Turm von Ostaltus Tor. Also es gibt in Altus gibt es zwei Türme. Westaltus und Ostaltus. Und ich vermute mal, dass dieser Turm dazu da ist, um die Rune von Morgoth zu aktivieren. Los. Nein, noch nicht. Erstmal hier hinter gucken. Es gab schon heilige Türme, da hatten wir da Loot. Nee, okay. Dann nicht. Dann habe ich nichts gesagt. Lange man hochfährt. Aber der Turm schien mir jetzt auch größer zu sein als die anderen. Das kann aber auch eine Täuschung sein. Da kann ich mich auch irren. Boah, es ist so neblig und diesig. Man sieht gar nichts. Was ist das da hinten? Da ganz hinten ist einfach Sturmschleier. Verrückt. Morgoths große Rune. Was bringt denn Morgoths große Rune?
erhöht maximale LP deutlich. Eine große Rune des Fragmentträgers Morgoth. Ihr Segen erhöht die maximalen LP deutlich. Diese große Rune ist der Ankerring des Fundaments und beweist zwei Dinge. Erstens, der König des Mals ist ein Spross des goldenen Stammbaums. Zweitens, er war tatsächlich der Herrscher von Lyndell. Ja. Radahn war eins der Kinder von Radagon und Rennala. Ah, tatsächlich. Die nach Radagons Vereinigung mit Königin Marika zu Halbgöttern wurden. Radagons Vereinigung mit Königin Marika bekommt jetzt auch mal eine ganz andere Bedeutung, ne? Nur mal so. Rykard war eins der Kinder von... Ah, auch. Ja, dann tatsächlich. Aber Rykard warf sich selbst... Was? Ah, okay. Aber Godrick hat nichts mit Godfrey und so zu tun, oder? Er ist nur ein Nachkomme in irgendeiner Art und Weise, aber er ist jetzt nicht der direkte Sohn von Godfrey oder... Oder ist er der Sohn von Godwin vielleicht? Weiß man nicht, ne? Wurde das irgendwo genannt? Glaub nicht. Puh. Okay, also waren Rykard und Radahn Geschwister und Ranni. Die drei sind Geschwister. Und dann wahrscheinlich Morgoth und Godwin. So müsste es richtig sein. Aber wie passen Malenia und Mikella da rein? Das wissen wir nicht. Zumindest bisher nicht. Wir benutzen jetzt diesen Aufzug. Okay, der führt nach unten. Aber dann ist es nicht der große Aufzug von Rold, ne? Weil sonst hätte er jetzt irgendwie gesagt, jo, Wappen aktiviert, bla bla bla. Was zur Hölle? Verbotene Lande. Das sieht alles so ein bisschen... Es sieht auf jeden Fall gefährlich aus. In diesem Nebel können sich einige Gefahren verbergen vor uns. Und dann zuschlagen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Das sieht mir so ein bisschen nach Scharlachfäule aus hier. Ehrlich gesagt. Weil das auch so rot ist und... Hier sind überall diese komischen Pygmies, die offenbar nur darauf warten, dass man hier irgendwie einen falschen Fuß irgendwo hinsetzt. Ihnen. Die haben sich gerade irgendwas angeguckt. Ich glaube, die haben sich angeguckt, wo das... Wo diese Schwaden hinführen. Kann das sein? Das ist falsch.
Okay. Habt ihr das gesehen? Da ist ein riesiger Totenschädel. I'm not interested. Alter! Okay. Das Pferd müsste gleich down sein. Und down mit ihm. 36.000. Kriegsasche Phantomschnitt. Ehrlich gesagt dachte ich im Nebel erst, da steht so ein riesengroßer Slenderman irgendwie. Das war dann doch nicht der Fall. Ah, hier geht's tatsächlich weiter. Aua. Ich wollte erstmal gucken, ob hier noch Loot ist oder so. Weil ich das Gefühl habe, dass wir diesen Ort jetzt nur relativ oberflächlich erkundet haben. Was war denn hier oben noch? Wobei das Ganze ist hier auch relativ schlauchartig. Ich glaube, dass es hier abseits des Weges nicht besonders viel zu erkunden gibt. Schon ziemlich gefährlich, das alles, ne? Vor allem geil ist einfach, es ist hier mehr oder weniger eine Straße eingezeichnet, aber die gibt's hier einfach nicht. Da kriegen wir noch mal ein paar Heilflasks zurück. Oh. Heilflasks, okay. Ist hier drüben was? Ne. Okay, irgendwo hier muss der große Aufzug von Rold sein.
sind noch mehr Pygmies. Nicht, dass das jetzt einen großen Unterschied machen würde, aber wir haben es mal gemacht. Hier ist nichts, dann geht's nur hier lang. Was ist das da drüben? Da ist irgendwas Riesiges. Nice auch, dass man hier noch mehr goldene Saat hinterher geschmissen bekommt. Was ist das hier drüben? Ach, Gott sei Dank ist es ein Toten. Es hätte auch ein Bossgegner sein können. Oh fuck. Dunkelschmiedestein 7. Wenn man genau guckt, sieht man hier auch die Umrisse des Wegs. Das ist wirklich eher so ein Dragon Age 2 Schlauchlevel. Was ja wie gesagt vollkommen okay ist. Es kann auch nicht immer so breite, riesige Gebiete geben. Davon gab es in Elden Ring schon genügend. Auf jeden Fall genug, um nicht sagen zu können, dass das Spiel damit geizen würde oder es an Kreativität oder ähnliches mangelt. Wird es hier gerade windig? Ist es im Real Life oder ist das hier im Spiel? Okay, es klart ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. Millicent. Man kann Millicent hier rufen? Okay, wenn man jemanden hier rufen kann, dann kommt hier jetzt ein Boss. Dann kommt hier mit ziemlicher Sicherheit ein Boss. Und vor allen Dingen kann man hier auch Geister rufen. Es kommt also mit ziemlicher Sicherheit ein Boss. Verehrer der schwarzen Klinge. Nein, 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 nein. Gar nicht so schwer, glaube ich, aber ich habe mich einfach nur trottelig angestellt. Aber interessant, dass man Millicent rufen kann. Mit ihrer Prothese. Okay, das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen sehr übertrieben, dass man ge-one-hitted wird, wo ich auch schon die bessere Rüstung trage. Kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Ja.
stellten wir fest, dass ich mich gegen den ersten Angriff nicht wehren konnte. Okay, warum hat er die Fähigkeit nicht eingesetzt jetzt? Verstehe ich nicht so richtig. Mann, ey. Down. Gargoyle Doppelschwarzklinge. Schwarzaxt. Das sind immer jeweils die stärkeren Varianten, die es gibt. Oh, eine Fingerjungfer. Wir haben nicht genug Runen. Erstmal die Gnade berühren. Na Quatsch. Habt ihr es eben gesehen? Großer Aufzug von Rold. Und eine Fingerjungfer. Tell me something. You. Please. I can read them. Your fingers. Your fingers. Please, your fingers. Okay. Turn back. Ahead lies the land of the giant's flame. And the way forth is forbidden. Hear me. The burning of the erred tree is the first cardinal sin. Und die zweite Todsünde? Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Die zwei Finger? Most certainly not the fingers. Ja doch. Die Frau, die für die zwei Finger spricht. Genau die. Die hat gesagt, ich soll's machen. Großer Aufzug von Rold. Medaillon heben. Ja, ich vermute, wie gesagt, nach wie vor, dass es hier zwei Stops gibt für den Fahrstuhl, weil es auch zwei Medaillons offenbar gibt für diesen Fahrstuhl. Und das ist das andere. Auf geht's. Auf geht's, meine Freunde, zum Land der Riesen.
Das Schneegebiet, das lang erwartete Schneegebiet. Die Schneewelt. Es war klar, dass sie irgendwann kommen muss. Ein neuer Arc beginnt für unseren Hauptcharakter. Berggipfel der Riesen. Hier scheint es auch wieder mehrere Wege zu geben. Hier sehen wir den Erdenbaum. So nah waren wir seiner Spitze noch nie. Da unten ist Lyndell. So Phantombäume hier, die nicht echt sind. Ein sehr cooler Soundtrack mal wieder. Wirkt fast ein wenig andächtig. Ist das da ganz hinten ein Mausoleum? Wie kommen wir denn da runter, frage ich mich. Weil das Gebiet, wo wir jetzt hingehen, das ist ja eher hier oben. Berggipfel der Riesen, Westen. Gesuch von Haus Vulkan, Juno Hoslo, immer noch. Ah ja, und hier sehen wir jetzt noch diesen Bereich. Und hier sehen wir jetzt endlich auch noch diesen Bereich. Alter, es ist unfassbar, wie groß die Welt einfach noch geworden ist. Ne? Und das war halt, wie gesagt, noch nicht alles. Seht ihr diese Umrisse hier? Hier ist ja, wie gesagt, auch noch ein Gebiet. Und hier kriegen wir auch noch eine Karte. Und hier müssen wir irgendwo auch noch eine Karte kriegen. Da drüben sehen wir Mobs, Creeps. Hier oben ist auch noch ein niederer Erdenbaum. Der sieht aber ein bisschen abgestorben aus. Wahrscheinlich aufgrund der Kälte. Ja. Einfach nur krass. Ruinen von Zamor heißt es hier. Wir werden beim nächsten Mal die Berggipfel der Riesen näher erkunden und herausfinden, wie wir den Erdenbaum verbrennen können. Zunder, da sollen wir uns keine Gedanken drum machen, hat Melina gesagt. Aber erstmal dahin finden. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.